ist nichts live oder so. Wo ist Der ist der? ziemlich weit weg, muss ich sagen. Der muss ein bisschen da. Wenn ich dichter komme. Dann ist doof. Warte. Ich muss jetzt aufnehmen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Mann, 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 waren das viele News in den letzten Tagen. Und ich werde natürlich versuchen, euch mit allem Aktuellen, was wir haben, auf dem Laufenden zu halten. Klassenguides und ähnliches werden in Zukunft natürlich auch kommen. Da habe ich aber schon ein bisschen Sorge, dass das relativ ausufernd ist, weil wir einfach über 60 Aufsätze für Sturmgewehre und MPs haben. Dazu noch einiges, was die ADS-Time angeht. Aber heute soll es um was anderes gehen. Und ich glaube, das ist das meistdiskutierte, was wir bisher irgendwie haben. Und zwar Minimap, ja oder nein, ist es gut, ist es nicht gut. Und ich möchte heute gerne mit euch diese Diskussion starten, um einfach mal alle Blickwinkel davon zu betrachten und zu gucken, wer hat eigentlich recht oder haben beide Parteien recht. Es gibt die Leute wie mich bisher, die ganz klar sagen, Minimap muss da rein, und es gibt Leute, die sagen, hey, es soll realistischer sein, es soll taktischer sein, es soll einfach mal anders sein, eine Minimap ist nicht nötig. Und ich werde erstmal alle Pros und Cons und Kontras aufzählen, die wir bisher haben, und dann werden wir nochmal argumentieren und gucken, ob das alles so passt. Fangen wir einfach mit den Leuten an, die sagen, eine Minimap brauchen wir nicht. Deren Argumentation ist nachvollziehbar. Das allererste, wir Spieler haben uns in den letzten Jahren an so viele neue Sachen in Call of Duty gewöhnt, dass auch eine Minimap, die zumindest ja am Anfang nicht drin ist, mit 3 Kills kriegt ihr eure persönliche, mit 4 Kills kriegt ihr eine normale Drohne für alle, dann habt ihr sozusagen eure Minimap wieder, weil irgendein Teammate eine Drohne ruft. Das ist erstmal natürlich nicht so schwierig, 3 Kills oder 4 Kills zu machen. Wenn ihr Hardline benutzt, braucht ihr nur 2 oder 3 Kills. 2 Kills kann man schnell machen. Würde ich jetzt auch erstmal sagen, ist ein absolut fairer Punkt. Es ist jetzt nicht, dass die Welt untergeht, weil die Minimap gar nicht dabei ist. Dann sagen die Leute natürlich noch, hey, es soll realistischer sein, es soll taktischer sein, man soll flexibler sein, eine Minimap passt da nicht rein. Auch das ist ein Punkt, finde ich erstmal in Ordnung. Man muss aber dabei bedenken, Battlefield 5 ist das realistische Shooter-Game, was wir haben. Und auch da ist eine Minimap drin. Und auch in jedem anderen Battlefield war bisher eine Minimap drin. Also ob das jetzt nun deswegen realistischer ist, weiß ich nicht. Denn wenn man Teammates durch Wände durchsägen kann, was ja mittlerweile vom ersten Tag, wo Jungs gespielt haben, zu jetzigen Stand ja schon geändert wurde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das Argument so zählt. Ein weiteres Argument von dem Ganzen ist natürlich dieses Red Dot Jagen. Also, was viele gemacht haben oder immer noch machen, sie gucken auf ihre Minimap, auf ihr Radar, sehen, dass irgendwo ein Gegner schießt und laufen einfach direkt dahin. Das hat nicht mehr so viel mit Skill zu tun und auch nicht mehr mit dem, in dem Sinne Minimap lesen, wie das ordentliche gute Spieler machen. Aber auch dieses Red Dot Jagen, so wie ich es jetzt einfach nenne, gibt es ja trotzdem Modern Warfare. Ihr habt ja den Kompass oben in der Mitte und dieser Kompass zeigt aus der Richtung an, wo die Schüsse herkamen von den Gegnern. Das wird für Callouts in Public natürlich relativ schwierig, weil man dann nur noch sagen kann, ja, Nord, Nordwest, 30 Grad, irgendwie sowas. Und die Maps sind einfach sehr, sehr groß. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem, ich sag mal, zu der Seite von den Leuten, die sagen, ja, die Minimap, die brauchen wir unbedingt. Der erste Punkt und einer der wichtigsten ist im Prinzip, ohne eine Minimap sind viele der Auffassung und ich auch zum Teil, dass sich die Leute noch weniger bewegen. Leute, die die Map nicht kennen, die sich nicht auskennen, haben sich in Black Ops 4 mit einer Minimap von Anfang an schon wenig bewegt. Dazu kamen dann natürlich noch Torque, Barrikade, Stacheldraht, Stolperminen, die es auch noch vereinfachen, und Perks wie Akustiksensor oder Ausrüstung ist es ja, was dir noch anzeigt, wenn ein Gegner kommt, was auch noch die Gegner Schritte lauter macht. Ich bin nicht so begeistert davon, dass ich ohne Minimap rumlaufen soll. Ich persönlich bin ein sehr, sehr guter Spieler und ich weiß, viele von euch, die das jetzt sehen, sind auch sehr gute Spieler und die wissen das auch. Und es gibt einfach ein riesiges Problem dabei, wenn die Skill Gap ohne Minimap extrem groß gemacht wird. Die Leute, die sowieso gut sind, können das adaptieren. Die spielen vielleicht auch mal zu zweit, zu dritt, dann kommt die erste Drohne, die zweite Drohne und das zirkelt. Während andere Leute, die vielleicht nicht so gut sind, A, vielleicht etwas überfordert sind und das Spiel doch hinter sich lassen, obwohl es, so wie es aussieht, ja nicht das schlechteste Spiel der Welt wird. Ich glaube, da ist Potenzial drin. Das zweite ist, die Skill Gap wird einfach insgesamt viel, viel zu groß. Bedenkt eins, Leute. Nur ein Beispiel. Ihr spielt alleine Herrschaft auf irgendeiner dieser großen Map. Und ich bin im Gegnerteam und ich spiele mit 3 Jungs von mir und die sind alle gut. Was meint ihr, was passiert, wenn ihr Solo spielt und ihr spielt gegen 2, 3, 4
4 gute Leute. Ihr habt keine Minikarte mehr und ich garantiere euch, ihr werdet sie wahrscheinlich auch nicht erspielen, sobald das Gegnerteam, in dem Fall mein Team zum Beispiel, eine Drohne hat, eine zweite Drohne, eine fortgeschrittene UAV, also ein Hater, Orbi, Blackbird, wie auch immer ihr es nennen wollt, macht die gleiche Funktion. Und aus einem Hater wird ein zweiter Hater, ein dritter Hater, ein vierter Hater. Ihr habt keine Chance mehr. Ihr habt gegen einen Hater ja in der Regel schon keine Chance, außer ihr seid extrem gut in einem Gunfight oder habt einfach ein bisschen Glück manchmal, wenn ihr ein Minimap habt. Wenn ihr keine Minimap habt, habt ihr keine Ahnung, wo eure Teammates sind. Ihr habt keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ihr wisst im Prinzip gar nicht. Ihr müsst dann auf Schritte hören, auf Waffensounds und. Und gerade jetzt, wenn man dann noch mit einem Schalldämpfer spielt, habt ihr keine Orientierung mehr, wo ein Gegner irgendwo herkommt. Ich glaube, das kann dazu führen, dass viele, viele Leute sehr frustriert sind mit der Zeit, dass viele Leute sehr genervt sind von dem Ganzen, weil es einfach zu viel wird. Und diese Streak Circle, das gab es ja in Black Ops 4 ganz extrem mit dem Kampffokus. Klassisch war der Geist, also der Rave, der Hater und die Rap mit Kampffokus. Man brauchte, wenn man diese drei Sachen hatte, nicht mehr viel tun. Manchmal nur ein oder zwei Kills machen. Man hatte das ganze Set von Streaks schon wieder voll. Das ist, finde ich, absolut nicht das, wo es hingehen sollte. Es gibt natürlich noch andere Argumente für eine Minimap und gegen eine Minimap. Und ich bin tatsächlich mittlerweile der Auffassung, dass wir uns dran gewöhnen könnten. Aber, jetzt kommt das große Aber, was mir gar nicht passt, dass im Competitive die Minimap drin ist. Da, wo ich sagen würde, da ist sie am wenigsten nützlich. Die Jungs spielen ohne Drohne, ohne Orbi, durch die Kommunikation untereinander, weil die einfach die Besten in ihrem Fach sind, haben die sowieso immer einen Überblick, welcher Teammate ist wo, welcher Gegner ist wo. Da eine Minimap reinsetzen, während man sie im normalen Multiplayer nicht reinsetzt, ist für mich nach jetzigem Stand keine gute Idee. Das macht das Spiel deshalb nicht unbedingt unspielbar oder viel, viel schlechter, um ehrlich zu sein, aber es ist ein großer Punkt für mich, der wirklich auch für viele Leute wie Exclusive Ace und Drifter, wenn ihr euch die Videos anguckt, die sind nicht begeistert davon. Und Exclusive Ace, einer der besten Content Creator, die wir in der COD-Welt seit vielen Jahren haben, ich habe großen Respekt vor dem, hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass das ein großes Problem sein wird. Wenn wir jetzt genau überlegen, was das für uns bedeutet und was für Möglichkeiten es trotzdem bietet, muss ich ganz ehrlich sagen, es sollte für mich drei Optionen geben. Die eine Option, eine Minimap, die ihr aktivieren könnt, die von Anfang an aktiv ist, aber wo keine Teammates angezeigt werden. Auch wenn ich ein großer Fan davon bin, dass ich mich so positioniere, dass ich nicht hinter 5 oder 6 Teammates herumlaufe, sondern andere Wege nehme, wäre das zumindest eine Möglichkeit für mich, dass ich schon mal gucken kann, wo bin ich, wo will ich hinlaufen. Selbst wenn auf der Karte dann keine Teammates angezeigt werden. Und sobald ich dann meine persönliche Drohne habe oder eine normale Drohne, dass man dann zum Beispiel reinnimmt, dass die Teammates angezeigt werden und die Gegner wie bei einer normalen Drohne. Die zweite Option, die man machen könnte, und das finde ich auch relativ interessant eigentlich, man macht eine Minimap, die man, es gibt ja diese Field Operations. Eine Minimap, die man mit einer Field Operation freischalten kann. Diese Field Operations, da kommt noch ein extra Video, sind abgeschwächte Spezialistenfähigkeiten, zum Beispiel Stopping Rounds, es gibt so eine Recon-Drohne, es gibt so eine Art Barrikade, aber ohne Mikrowelleneffekt, da kann man rüberklettern, das ist nicht halb so schlimm wie das in Black Ops 4, dass man da sowas mit reinnimmt. Begeistert bin ich trotzdem aber noch nicht. Und wenn ich jetzt ganz genau überlege, was jetzt noch bis zum Beta oder nach Release kommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass man diese persönliche Drohne nach 3 Streaks wahrscheinlich doch nochmal rausnimmt und die Minimap für alle Leute von Anfang an aktiviert. Ich wäre aktuell eigentlich stark dafür, aber nach allem, was ich jetzt gesehen und gehört habe, glaube ich trotzdem, dass man das Spiel gerade in der Beta gut spielen kann. Kurze Info noch zum Schluss für euch, für die Beta, weil es jetzt wirklich viel Verwirrung gab. Erst hieß es 20. August, jetzt ist es 12. September, Open Beta, Private Access Beta. Jeder, der auf der PlayStation 4 spielt und das Spiel vorbestellt hat, bekommt 10 Tage Beta-Gameplay. Ihr könnt in der Private Beta spielen, in der offenen Beta und eine Woche später kommen dann nämlich Xbox und PC dazu und auch da können wir auf der PlayStation 4 die Beta spielen. Wenn ihr vorbestellt habt, habt ihr mit der PlayStation 4 10 Beta-Spieltage. Wenn ihr nicht vorbestellt habt, habt ihr mit der PlayStation 4 8 Beta-Spieltage. Wenn ihr vorbestellt habt mit der Xbox und mit dem PC, habt ihr 5 Spieltage. Und wenn ihr nicht vorbestellt habt mit Xbox oder PC,
PC habt ihr immer noch 3 Spieltage. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ob ihr jetzt vorbestellen sollt, Leute, lasst mich eins sagen, wartet noch ein bisschen ab. Wartet meinetwegen bis zum 11. ab, wenn ihr es eh online bestellt, also beim PSN Store zum Beispiel. Da könnt ihr auch gleich passend dazu bei Eneba euch eine Karte holen, das ist sehr, sehr günstig. Gestern haben 3-4 Leute, habe ich gesehen, habe ich Info bekommen, für 75 Euro eine PSN-Karte gekauft, knapp 60 Euro bezahlt. Da ist das Game drin, ihr habt noch PSN-Guthaben. Macht es aber noch nicht jetzt. Egal über welchen Kanal ihr bestellt, ob das jetzt über mein Code ist oder über Amazon oder GameStop oder ist scheißegal, macht es lieber etwas kurzfristiger als jetzt schon. Denn umso niedriger jetzt die Verkaufszahlen sind, umso mehr Gründe hat Infinity Ward zusammen mit Activision, dass am Spiel noch Dinge gemacht werden, die sonst vielleicht später erst gemacht werden. Denn das ist reines logisches Denken und das wird jeder von euch verstehen können, hoffentlich. Wenn man jetzt Verkaufszahlen hat, wie noch nie zuvor in einem COD, geht man jetzt davon aus, dass alles, wie es jetzt ist, perfekt ist. Wenn man jetzt aber sieht, dass die Verkaufszahlen so ein bisschen stocken, wird man noch agieren und etwas dagegen tun. Ich hoffe, das war eine Diskussion für euch, die auch euch so gefallen hat. Wie immer würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr davon? Minimap ja? Minimap nein? Macht gerne Vorschläge rein. Vielleicht habt ihr ja eine geniale Idee, wie man das balancen könnte, dass es für alle Parteien passt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein. Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf eneba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappie.